Ich glaube, wenn jetzt, sage ich mal, die Pandemie nicht gekommen wäre, hätten alle weitergemacht, wie sie vorher gemacht haben und wären gar nicht dazu gekommen, sich zurückzunehmen und mal abzusetzen und neu zu fühlen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir nicht irgendwie verpassen sollten. Mein heutiger Gast hat eine Stimme, da kann sich selbst Robert De Niro noch eine Scheibe von abschneiden. Und apropos Scheibe, er hat eine Scheibe einst rausgebracht, nämlich Türlich, Türlich. Die kennt nun wirklich jeder. Und wer wirklich nicht wissen sollte, von wem ich spreche, da sage ich jetzt herzlich willkommen bei Haus jetzt raus, das Bo. Einen wunderschönen guten Moment. Sehr gut, Ja. sehr gut mitgedacht. Na, Bo, Ja. du bist hier bei mir in der kleinen, aber feinen Sendung Haus jetzt raus. Jawohl. Du weißt, das bedeutet, mein Gast ist angehalten, ein Thema mitzubringen, das er sprichwörtlich raushaut. Und über das reden wir dann. Und Ja, sehr da bin schön. ich jetzt mal ganz besonders gespannt, was du raushaust. Wir sprechen über schöne Sachen. Es gibt gerade so viele große Themen, die alle Angst machen und Leute einschränken und auch, ich habe das Gefühl, viele sind auf eine Art gelähmt. Und ich habe aber zum Beispiel während der Krise auch immer versucht, mich auf das Gute zu fokussieren und habe da sehr viele schöne Sachen auch gesehen. Ich mache ganz viel Musik, ich bin im Studio, dann mit meiner Agentur Gutes Gut haben wir uns ja vor einem Jahr, im September, haben wir uns gegründet. Du lädst ein Das zum Urlaub am heißt, Mare. genau, das ist die aktuelle erste Veröffentlichung von den neuen Sachen. Da habe ich auch zum Beispiel zwei junge Regisseure na, gefunden, will ich nicht sagen, aber das Schicksal hat sie mir zugefügt sozusagen. Gigi und Lilly, mit denen ich einen unglaublich geilen Clip gedreht habe, das war auch eine schöne Zeit. Wir Aber haben dann lass uns doch das vier Thema, was du Drehtage. raushaust, einfach benennen. Schöne Dinge im Herbst. Nee, es ist, Nee? nö, nö, Herbst ist auch wieder SDIH relativ, abgekürzt als Hashtag? man muss nicht alles definieren, man muss nicht alles Bist du in eine niemand, der Dinge Grenze definiert? packen. Also bist ja sowieso eher freigeistig unterwegs, Ich ne? bin sehr Also du bist freigeistig jemand, der würde sich auch unterwegs. einen Schal nicht um den Hals, sondern um das Haupt binden. Ja, Und das soll mein Gurutum etwas dann unterstützen. was? Mein Gurutum. Ich bin ja der Don Dada, der Ja. Dalai Lama. Und dementsprechend ist das so ein bisschen, um sich auch abzuheben von dem ganzen. Wie nennst du die Mütze, die du aufhast? Das ist eine Schiebermütze, glaube ich, oder wie nennt man das? Ich komme ja aus dem Frankfurter Raum, da ist eine Batschkap. Eine Batschkap. Eine Batschkap. Das ist doch auch eine Veranstaltungsort, oder Es nicht? ist eine, also Neudeutsch würde man sagen, eine Venue. Ja, Venue, Keine ja. Ahnung, so Aber eine ist das in Frankfurt 800er auch? Halle. Ja, Genau, das ist ne? die Batschkap. Ja. Die gibt es in der Phase nicht mehr oder in der Art Okay. und Weise, wie sie da war. Hast du da mal gespielt? Ja, also sehr weit früher, Schönes Ding. Fünf-Sterne-Zeiten, ja, auf So. jeden Fall. Also gut, die schönen Dinge im Herbst. Wären schöne Dinge im Herbst, mal wieder ein Konzert zu spielen, wie wir es alle gekannt haben? Ja, und das mache ich, da fängt es an. Also zum Beispiel bin ich niemand, der jetzt sagt, wie geil, es ist jetzt scheiße, weil es nicht mehr so ist, wie es normal ist. Aber es ist ja auch für alle so. Ne? Zum Beispiel, ich sag mal, diese Autokonzerte. Da gab es ja ganz viele Künstler, die gesagt haben, ich spiele auf keinen Fall vor Autos. Das mache ich einfach nicht. Und ich war so, ich nehme die Situation an, wie sie ist und versuche damit dann zu arbeiten und wie gesagt, mich aufs Positive zu fokussieren. Und es gab da in Stade das Lichtspielhaus. Auf jeden Fall haben die uns für das Opening sozusagen angefragt und wir sollten da auflegen. Und da haben wir zugesagt, weil wir natürlich auch nie spielen konnten. Wir haben ganz viele Streaming-Sachen gemacht, wo man dann vor einer Kamera in einem Raum ist und so tut, als ob da Leute sind, Ja, wie was ein dann Videodreh. natürlich Bist du wenig ja Spaß Vollprofi. macht. Aber ich habe bei diesen Streams auch immer so getan, als ob ich im Club bin und habe dann Drinks bestellt und irgendwie Leute gegrüßt, die gar nicht da waren und so. Und Der Werner. da bin ich dann halt, hatte aber vorher selber auch mir eine Autoshow angeguckt vom anderen Künstler, von Flo Mega in Wuppertal und habe da so ein bisschen das Gefühl gekriegt, wie das so abläuft und funktioniert. Und ich habe das Gefühl gehabt, für mich, ich bin nicht der Einzige, für den diese Situation komisch ist. So, ne? Ich weiß halt, dass die Leute kommen dahin, sitzen im Auto. Aber war es ein schöner Moment? Also Moment, um einmal die Gesamtsituation zu definieren, ne? Die Leute sitzen im Auto. Also für alle Leute, die da involviert sind, ist es eine ungewöhnliche, strange Situation. Und
ich kann nicht auf die Bühne gehen und so tun, als ob es eine ganz normale Show ist. Ja. Die Leute haben auch nicht das Gefühl, dass es eine ganz normale Show ist. Wie war das Wetter? Hat es geregnet? Weil das ist ja noch ätzender. Es hat ein bisschen geregnet, aber es war nicht schönes Wetter, aber es war okay so. Ne? Und auf jeden Fall war es dann aber so, da habe ich gesagt, okay, was für alle ist es komisch. Die Leute, ich saß dann, wie gesagt, als ich diese Show mir selber angeguckt habe, auch im Auto, habe dann die Frequenz am Radio eingestellt und mir dann das Konzert angeguckt. Man hat eine Scheibe, man ist weit weg von der Bühne, der Künstler steht Lichthupe. Da verloren, ne? Lichthupe geht, Scheibenwischer, Hupen ist meistens verboten, weil es in Wohngegenden ist. Stimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist auch komisch, wenn wir jetzt einfach wie im Club auflegen und ich hoste. Und eigentlich ist dieses Hosten ja immer so eine Interaktion und nochmal anfeuern und ey, was geht ab, Leute und so. Das ist natürlich dann ein bisschen sehr räumlich getrennt, aber dann war ich so, okay, die Leute sitzen da, haben ihr Auto an, sitzen im Auto, haben ihr Radio an. Und habe ich zu meinem DJ gesagt, hier, mach mal um 8 Uhr, wir sollen von 8 bis 10 spielen, mach um 8 Uhr mal die Musik aus. Und dann habe ich Musik ausgemacht und dann habe ich angefangen mit die Nachrichten. Stade. Und dann habe ich halt so eine Nachrichtensendung eigentlich aus diesem ganzen Konzert oder was auch immer das da war gemacht. Und das war dann halt eben angepasst an die Situation und im Nachhinein haben die Leute das halt richtig hart gefeiert, weil die halt eben auch in einer ungewöhnlichen Situation waren. Ja. Und ich habe die Situation sozusagen genommen und was Besonderes draus gemacht. Aber könnte man ja eigentlich davon ausgehen oder man könnte schlussfolgern, ungewöhnliche Situation bringt neue Kreativität ins Leben. Genau. So, und das ist zum Beispiel eine der positiven Sachen, die ich in der Zeit sehr extrem, dadurch, dass ich mich halt auch auf die positiven Sachen fokussiert habe, wahrgenommen habe, dass sehr viele kreative Menschen, ungeachtet von, okay, jetzt der neue Release oder ich habe da irgendwas zu promoten, sondern einfach Sachen gemacht haben, um die Leute, die halt zu Hause saßen und denen es nicht gut ging, weil die halt in ihren Situationen steckten, eben ein bisschen Unterhaltung zu geben und ein bisschen abzulenken und eben ein bisschen Zeit zu geben, die sozusagen den Fokus wegnimmt von den Umständen. Aber wer dich kennt oder dich ein bisschen mal nachverfolgt oder mitverfolgt hat, der weiß ja eh, du gehörst tatsächlich zu den eher hochkreativen Menschen. Ja, bei mir rotiert es immer, also egal, ob irgendwas stattfindet oder nicht. Aber wenn dann sowas stattfindet wie eine Pandemie, das potenziert dein kreatives Potenzial dann ja ganz offensichtlich. Das heißt, eine Pandemie oder sagen wir mal ein großes Ereignis ist für dich auf eine gewisse Art und Weise ein Geschenk des Himmels, weil dann deine Ja, das klingt, so klingt bittersüß, aber auf eine Art, um es auch größer zu sprechen, ist halt, sind halt immer problematische oder schwierige Umstände sind für die Kunst immer gut, weil halt da eben sozusagen die Kreativität anspringt. Ich habe auch viel gemerkt, dass viele Menschen sozusagen dadurch, dass sie nicht mehr das Konstrukt, was sie sich in ihrem Leben aufgebaut haben, einfach weiter bespielen können, neu denken. Das heißt, okay, jetzt habe ich Zeit, weil ich eben nicht zur Arbeit gehen kann oder weil ich das und das nicht machen kann. Sind sie dazu gekommen, so, ja, was würde ich denn jetzt gerne machen mit der neuen Zeit? Kann durch Krise Trend entstehen? Also jetzt, ich meine jetzt nicht den Trend, dass jetzt wir alle eine Maske tragen, aber dass sich zum Beispiel musikalisch oder in irgendeiner Art von Genre etwas herauskristallisiert, was dann tatsächlich großen Anklang findet? Also ich glaube, es ist eh eine ganz besondere Zeit für die Menschheit. Also es ist eben nicht nur im musikalischen Bereich oder in speziellen Gebieten, sondern es ist tatsächlich eine Zeit, wo, glaube ich, für viele Leute ein bisschen eine Art Erwachen stattfindet auch, weil es eben nicht nur irgendeine abstrakte Gruppe hat irgendwelche Probleme oder so, sondern es betrifft uns alle weltweit und man sieht ja auch, dass Leute da unterschiedlich mit umgehen und natürlich ist für alle eine Belastung und ich habe aber eben eine der positiven Sachen, die ich auch für mich wahrgenommen habe, ich habe öfter mal jemanden angerufen, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich einfach viel zu tun habe und irgendwie einfach mal hören, wie geht's, was passiert. Also ich habe eher gemerkt, dass ich mich mit bestimmten Personen diese Umstände enger zusammenbringen und der Austausch mehr stattfindet. Zum Beispiel habe ich mit der Familie, mit meinen Eltern und meiner Schwester haben wir jeden Abend um 21 Uhr eine Familienkonferenz gemacht.
Und das also war dann mehr miteinander, als es im normalen genau, Alter normal dann eben random ab und zu mal, aber das war dann halt so, dass sich das eingebürgert hat. Und ist das jetzt und immer noch so? Weil jetzt ist es nicht mehr so, jetzt hat sich es ein bisschen ausgefadet. Meine Schwester ist aber gerade bei meinen Eltern auch, also von daher ist es anders jetzt, aber das war schon besonders, weil es ungewöhnlich war, so eine die Kommunikation so eng zu haben. Und natürlich ist es auch nicht so, dass jetzt von heute auf morgen dann irgendwie was Neues passiert. Das heißt, es ging dann auch gar nicht um Inhalte mehr, sondern es war dann halt tatsächlich so das Momentum, dass man sich einmal kurz Hallo sagt und dann waren es auch nicht immer halbe Stunde, Stundengespräche, sondern auch manchmal war es dann. Aber es wäre doch auch schön, wenn man es beibehalten würde. Also warum kann man zum Beispiel so ein Family Conference Call nicht ab dem Zeitpunkt, wo ihr alle gemerkt habt, machen wir gerne, für immer beibehalten? Das scheint ja auch jedem gut zu tun. Ja, weil es tatsächlich dann irgendwie, wenn die Situation nicht mehr so intensiv ist, ist es dann in dem Sinne auch nicht mehr, braucht man auf eine Art nicht mehr so intensiv diesen Zusammenhalt. Ne? Man ist eh verbunden und dadurch, dass man dann jetzt auch schon wieder mehr Sachen machen kann, ist man natürlich auch wieder anders beschäftigt auf eine Art. Und ja, also wie gesagt, ungewöhnliche Situationen verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Was glaubst du, wie lange die noch geht? Ich bin mit Prognosen bin ich nicht gut und also ich meine jetzt gar nicht im Sinne von wie lange dauert die Pandemie noch, sondern im Sinne von wie lange kann deine frische Kreativität noch vorherrschen und kreativ genug oder mannigfach genug sein? Erstens, es hat mehrere Umstände, die natürlich das bedienen, weil zum Beispiel war für mich ist halt, ich bin so ADS-mäßig. Mein Fokus, ich habe immer dieses Fear of Missing Out, dieses schöne FOMO. Und dadurch, dass halt eben dieses andere, was passiert, nicht mehr stattgefunden hat, war ich halt in einem Tunnel sozusagen. Und dadurch war ich natürlich noch viel mehr, konnte ich mich in die Sachen reinbegeben und viel intensiver Sachen auch bespielen. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 3-4 Stunden im Studio war und dann da nicht weiterkomme und irgendwo ist irgendwie jemand, der irgendwo essen geht und ich weiß das, dann gehe ich dahin oder ist irgendeine Galerieöffnung oder so, dann gehe ich dahin. Aber ist dieses Fear of Missing Out Ding, ne? Ich dachte ja immer, das ist so ein bisschen eine neumodische Erscheinung, weil es halt dankbarerweise ein englisches Wort ist. Ist dieses Fear of Missing Out Ding nicht unglaublich anstrengend? Ja, aber das kannst du dir ja nicht aussuchen. Das hat ja natürlich mit Umständen zu tun. Aber du kannst was dagegen machen. Rein theoretisch. Du kannst Therapie machen, mit Leuten drüber aber sprechen. Aber für mich ist auch mein How, den ich habe, der ist auch mein Antrieb. Also das heißt, ich habe es geschafft, meine Schwächen sind meine Stärken. Und also deswegen alles, was mich ausmacht, hat auch mit dem Schaden zu tun, den ich habe, sage ich mal so. Ne? Hast du noch andere positive Beispiele? Was ich sagen wollte, noch zu dem größeren Kontext, was diese Nachhaltigkeit, die Frage, die du gerade gestellt hast, angeht. Ich hoffe, dass viele Leute tatsächlich da auch aus dieser Situation heraus anders denken und neu denken und sich neu fokussieren. Weil im Endeffekt ist es eine gesamtheitliche Problematik. Ich meine, Sachen wie, was ich ja in dem Song Urlaub am Mare auch ein bisschen oder nicht ein bisschen auch thematisiert habe, dieser Klimawandel ist nach wie vor Thema. Und da gibt es halt große Themen, die uns alle betreffen. Und ich glaube, wenn jetzt, sage ich mal, die Pandemie nicht gekommen wäre, hätten alle weitergemacht, wie sie vorher gemacht haben und wären gar nicht dazu gekommen, sich zurückzunehmen und mal abzusetzen und neu zu fühlen, neu zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich, was ist eigentlich wichtig, ist das, was ich mache, richtig oder ist es vielleicht wichtiger, dass ich was finde, was mich erfüllt, anstatt dass ich das mache, was ich mir erarbeitet, aufgebaut habe, weil man es so macht. Also ich glaube, es ist auch eine große Chance und ich hoffe, dass Leute nachhaltig sozusagen ihr Verhalten und ihre Sichtweise ändern. Und ich glaube auch, dass viele Menschen sich auf eine andere Art und Weise mit der Gesamtheit, also mit der Menschheit als Gesamtheit auch anders verbunden fühlen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir nicht irgendwie verpassen sollten. Hast du was an dir festgestellt oder herausgefunden, wo du sagst, allein dafür
Hat sich das gelohnt, dass so eine Zeit wie diese jetzt gekommen ist? Also eine neue Seite oder eine verborgenere Seite? Ja, also ich bin auch sehr perfektionistisch auf eine Art. Und ich habe gemerkt, dass auch, ich habe zum Beispiel Lesungen gemacht oder der Don Dada hat mal eine abstrakte Performance gemacht. Das kann man auch auf Facebook noch sehen. Da habe ich Texte von 5 Sterne Deluxe und von mir rezitiert in einer abstrakten Art und Weise. Und das wären so Sachen, die ich, glaube ich, nicht gemacht hätte, wenn es nicht, nicht heißt, okay, da gucken vielleicht jetzt nur 80, 100 Leute zu, aber ich weiß, für diese 80, 100 Leute ist diese Stunde oder halbe Stunde, die ich da was mache, ist halt eine Zeit, wo sie sich nicht mit ihrer Scheiße beschäftigen. Mhm. Ich habe auch, das fand ich interessant, einen Artikel gelesen, recht am Anfang der Situation, wo ein Philosoph mal sozusagen sich den Content, der auf den Social Media Plattformen stattfindet, ein bisschen reflektiert hat. Und was bis dato sozusagen immer so die Selbstdarsteller waren, die sich selber geiler, hier denn die neue Klamotte und yeah und das, ich bin cool und das ist ein bisschen uninteressanter geworden. Mhm. Dafür sind halt eben Inhalte Künstler, Kreative, Unterhaltung, die Themen sind alle viel mehr nach oben gekommen und auch viel mehr geguckt worden, weil natürlich das Bedürfnis für Unterhaltung auf eine andere Art gestiegen ist, weil man eben auch nicht mehr rausgehen konnte und das sich irgendwo holen konnte. Und von daher ist es tatsächlich auch eine der Ebenen, das hat sich so ein bisschen ausbalanciert. Ich habe das Gefühl, dass jetzt das Internet erst das ist, was es sein kann. Mhm. Vorher war es halt wirklich so eine Selbstdarsteller-Haut-drauf-Mentalität. Aber vor allem, wenn man bedenkt, du kommst ja eigentlich selber aus so einer Selbstdarsteller-Haut-drauf-behangenen Mentalitätsschiene mit der Musikbranche, große Plattenfirmen, großer Druck dahinter zu verkaufen, sehr kommerzielle Fernsehauftritte hier, Konzerte dort. Bist du generell ein bisschen anders? Also du scheinst ja eh ein bisschen deeper an die ganze Sache ranzugehen und ich will jetzt nicht sagen, das System zu hinterfragen, aber du scheinst ja ganz offensichtlich andere Gedanken zu machen als Otto Normalverbraucher. Machst du dir auch andere Gedanken als das Gros der Musikbranche? Kriegst du einfach Ja, alles? Also wie man sieht, ich bin ja jetzt auch nicht der in dem Sinne der Superstar, sondern bin halt eher eine Persönlichkeit, die halt aus dem Kontext kommt und ich habe, glaube ich, es gibt halt viele Leute, die angefangen haben, Musik zu machen und dann eine Art alter Ego entwickelt haben, das dann sozusagen in der Öffentlichkeit war. Bei mir kam das eher aus einer Suche nach mir selbst sozusagen heraus. Das heißt, diese ganze Musikgeschichte, gerade am Anfang, ich war für mich so unsicher und irgendwie habe mich selber in dem Sinne... Von welcher Zeit redest du da? Ja, so die Anfangszeiten der Musik. Also so 90er Jahren? Jahre, also gerade so die 5-Sterne-Situation, wo ich dann auf einer Bühne stehe vor 10.000 Leuten, alle feiern mich ab und dann bin ich halt von der Bühne runtergekommen und war wieder in meinem, ich bin Kacke, ne? Also für mich war es halt so, dass die Bühne war zu dem Zeitpunkt häufig der einzige Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe, weil da war halt der Fokus auf mich, ich habe das Mikro in der Hand gehabt, ich habe da mein Ding gemacht, die Leute haben alle auf mich geguckt, so, ne? Im Endeffekt ein Künstler ist ja immer auch Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe. Darum geht es eigentlich jetzt so. Ne? Nur wegen deinem Ton. Und da, wie gesagt, ich war dann eher auf der Suche nach mir selbst und deswegen habe ich auch zum Beispiel natürlich nicht jetzt 3 Alben gemacht, wo Miami Bass drauf ist, weil man das als Geschäftsmann so macht. Das hat funktioniert, dann mache ich das jetzt weiter, weil da können wir die Kuh melken. Sondern das war halt eine der Ideen, die ich hatte und musikalisch bin ich ja auch jetzt nicht in dem Sinne ganz klar definiert greifbar und von daher ist das vielleicht für mich jetzt, wo ich älter bin, auch ein Vorteil, weil ich eben nicht in einer klassischen Schublade bin, die jetzt zu ist, weil ich zu alt bin, wie auch immer, sondern ich bin halt eben immer noch jemand, der kreativ ist, der Bock hat und auch gerade jetzt in der Zeit wieder ganz viel Musik gemacht hat und da wird auch noch einiges kommen und ich freue mich eher, dass ich immer noch Hunger habe und dass ich gar keinen Scheiß mache. Also kann man eigentlich sagen, du bist die personifizierte Authentizität. Zwischen Herbst und Frühling entdeckst du eine weitere Seite deiner Kreativität, die gülden ist, wie das Laub. Ich habe sozusagen meinen ersten Frühling jetzt. Und hast jetzt, wollte ich gerade sagen, ja. Also ich wollte nicht sagen den ersten Frühling, sondern den Sommer, bevor er da ist. Gibt ja auch Schlimmeres. Also du wirkst jetzt zumindest nicht, als würde es dir in irgendeiner Art und Weise großartig schlecht gehen, weil die Situation gerade eine besondere ist. Ich bin eher zufrieden. Und wie es mit ADS-Kindern tatsächlich ist, die sind halt kirre,
wenn das, die Struktur um sie rum. Bist halt, du das nachweislich oder ist das so ein Nee, ich bin der Meinung, dass ich es bin, also weil ich tatsächlich, ich bin recht vergesslich, habe ich das Gefühl. Ich fand, früher war ich immer so, habe ich selber immer bei mir den Fehler gesucht. Aha. Und ich kann mir schlecht Namen merken und so, aber jetzt weiß ich mittlerweile, es hat nichts damit zu tun, ob die Person wichtig oder interessant ist oder nicht, sondern es ist in dem Moment, wo jemand den Namen sagt, feuert schon ein anderer Impuls was, weil da jetzt so eine Figur ist und dadurch kommt es gar nicht im Langzeitgedächtnis an. Okay. Also ne, das ist so, also dann, ich bin schon, es ist schon, Lernen ist für mich schwierig, ich bin ja auch Legastheniker und so und das hat alles natürlich damit zu tun, dass halt eben Sachen nicht im Langzeitgedächtnis ankommen, weil halt eben Impulse immer gleich was feuern. So, ich dann bin auch, dann hier, hoffe ich aber, dass in deinem Langzeitgedächtnis vielleicht wenigstens ein Witz noch schlummert, den du zum Schluss von dieser Sendung raushaust. Schluss von der Sendung? Wann fangen wir denn an? Ja, wir mit der Sendung, ja. Das wird heute nichts mehr. Wie? Wir können heute nicht anfangen. Ja, aber ich habe doch das Thema. Es ist Herbst. Ja, was ist denn für dich was Schönes? Wir müssen aufhören. Um mich geht es ja nicht. Es geht ja hier. Ja, was würde mich ja interessieren als dein Gast? Was würde dich interessieren? Ja, eine schöne, die du schön findest, eine Sache. Ich mag, ja, ohne Witz. Joggen. Jetzt mal was wirklich. Also, laufen. Laufen, ja. Joggen. Okay. Das ist was ich schön finde. Das ist der Moment, wo ich meine Kreativität entdecke, wo ich mir Gedanken mache. Ich mache Dinge beim Joggen, da würden viele Leute wahrscheinlich sagen, das ist doch total das Gegenteilige vom Abspann. Ich mache mir Notizen während des Laufens. Okay. Also ich spreche sie dann in mein Handy, weil ich da irgendwie das Momentum habe, meiner Kreativität, Achtung, freien Lauf zu lassen. Ja. Und das ist ja dann auch dieses, es passiert nichts, der Kopf kommt runter. Bei mir ist auch so, wenn ich einschlafen will, dann springt die Birne an. So, dann rotiert es nochmal. Das bei mir gar nicht. Und dann, nee? Nee, ich hab ein Ritual über Jahrzehnte. Ich mache dreimal ein bestimmtes Geräusch vorm Einschlafen und das ist antrainiert, das passiert einfach. Und das ist für mich alles schottendicht. Alles klar, und dann mal schlafe ich besser ein, mal schlafe ich weniger gut ein, aber das mag ich eigentlich sehr gerne an mir. Ich habe ein antrainiertes Ritual, das bei mir Ladenschluss ist. Ja. Und das kann ich. Da kann ich auch noch mal kurz zum Abschluss sagen, bei mir war es Meditation tatsächlich. Ja? Ja. Und das hat mich auch ein bisschen, also ich bin jetzt nicht so mit Schneidersitz und Das mache ich. Das ist eben genau nicht meditieren, sondern meditieren ist eigentlich eher genau dieses Runterkommen. Im Endeffekt kann man sich einfach in seiner angenehmsten Position, die man hat, hinsetzen und kann einfach den Atem fokussieren in der Wahrnehmung. Und das ist eigentlich Meditation. Ja. So, es geht auch nicht darum, nichts zu denken, sondern eher sich auf den Atem zu fokussieren und Gedanken kommen und gehen lassen. Okay. Und das habe ich halt beim Meditieren habe ich das halt für mich rausgefunden, weil ich ganz schwer zum Beispiel aus einer Situation in eine andere gehen konnte und das, was in der Situation davor war, in der Situation lassen. Ich habe immer die Emotionen und das, was da passiert ist, mit in die nächste Situation genommen und dadurch war ich dann halt eben nicht klar und war verwirrt und emotional auch nicht eindeutig. Und das habe ich beim Meditieren tatsächlich gelernt, dass ich diese Situation, die ich hatte, lasse ich dann die Situation sein, gehe in die neue Situation rein mit einem leeren Blatt und kann dann neu wahrnehmen und neu denken. Ich glaube, dieses Interview, wie wir es heute hatten, hätte ich vor 3 Jahren nicht so führen können, weil ich gerade noch ein ganz anderes, intensives, besonderes Gespräch hatte und wahrscheinlich wäre mein Kopf immer noch irgendwie da. Und das, ich bin dann jetzt hierher gefahren und bin dann jetzt hier und ich glaube, wir haben echt ein schönes Gespräch gehabt, obwohl ich in dem Sinne kein richtiges Thema hatte. Und, also ich muss sagen, du überraschst mich immer wieder, weil du tatsächlich, und versteh das nicht falsch, ich finde, du bist ein ganz besonderer Querdenker. Mhm. Du machst nicht das Gegenteil von dem, was man erwartet, sondern das komplette Gegenteil von dem, was man erwartet. Am Ende des Tages lohnt es auch überhaupt gar nicht, irgendwie stinkig zu sein, wenn du Dinge anders machst, weil es macht echt immer Spaß. Und so ist es jetzt hier am Ende des Tages auch gelaufen. Wir waren wirklich gespannt, was wohl rauskommt. Wir sind zwischen Herbst und Frühling an wirklich schönen Stationen gelandet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist immer die Frage, wo der Fokus liegt. Auf dem Positiven. In dem Fall liegt auf dem Positiven. In dem Fall liegt der Fokus in und so weniger Fernseh gucken, weniger Medien. Das war eine weitere Ausgabe von Haus jetzt raus. Heute mit dem Niemals müde werden. Das ist wichtig. Bloß nicht irgendwie das, was die anderen euch geben. Bitte abonniert diesen Kanal, lasst ein Like hier und seid jeden Dienstag dabei, wenn es wieder heißt. Ihr kriegt bessere Haut, ihr seid gesünder. Das letzte Wort hat natürlich das Bo. Ihr seid gut. Dankeschön.